Für mich ist es einfach Empowerment. Ich hätte nicht gedacht, dass das Muttersein einfach so aussehen kann. Von Südostasien über Australien bis New York. Zusammen haben Sarah und ihre kleine Tochter Luana in den letzten 2 Jahren über 13 Länder bereist. Das war nicht immer so leicht, aber fangen wir von vorne an. Sarah trennt sich nach ihrem Studium von ihrem damaligen Freund. Das Ziel? Als Solo-Mama ein paar Monate reisen. Direkt nach der Trennung von ihrem Vater habe ich einen Wochentrip nach Sizilien gemacht mit Luana, meiner Tochter. Und einfach, weil ich rauskommen wollte und dachte mir so, okay, wenn ich schon traurig bin, dann bin ich lieber traurig in Italien. Sarah war danach klar, die Elternzeit will sie nutzen. Also testet sie erstmal mit kleinen Trips in Europa, wie das Solo-Mama-Reisen ist. Und dann geht's ab nach Thailand. Ich habe halt immer alles super spontan gemacht, was natürlich auch nicht geholfen hat. Weil ich mich dann wirklich halt immer darauf verlassen habe, dass es einfach irgendwie klappt. Also oft sind wir einfach an irgendeinen Ort angekommen, hatten nichts gebucht, wussten nicht, wie lange wir bleiben. Und deswegen war ich schon oft in Situationen, wo ich mir dann dachte, okay, was ist, wenn wir jetzt irgendwie kein Gasthaus finden, was ein Bett frei hat. Also es können ja so viele Sachen irgendwie schief gehen. Aber diese Sachen sind nie eingetreten, wirklich kein einziges Mal. Von daher habe ich inzwischen so ein Urvertrauen einfach darauf, dass einfach alles gut geht. Sarah ist freigestellte Flugbegleiterin. Sie finanziert sich die Reisen durch ihr Gehalt, Elterngeld und Freelance-Jobs. Aber Sarah ist bei den Reisen auf sich alleine gestellt. Ihre Familie und Freundinnen leben vor allem in Deutschland. Die größte Challenge ist dabei, dass man komplett auf sich selbst gestellt ist. Also am schlimmsten fand ich es, als ich krank wurde. Und dann halt irgendwie mich ausruhen wollte, aber gleichzeitig halt ein Baby hatte, das halt, wo halt niemand anderes drauf aufpassen konnte. Aber auch da muss ich sagen, da war ich dann auch in so einem Guesthaus und die haben sich super süß um mich gekümmert, die haben mir Suppe gekocht, Tee gekocht, haben mit Luana gespielt. Es waren immer Leute da, die mich irgendwie unterstützt haben, auch wenn es komplett Fremde waren. Neben den Herausforderungen gibt es auch viele Highlights für Sarah und Luana. Eines der größten? Eine Wanderung durch das Himalaya-Gebirge in Nepal. Das Ganze ziemlich unvorbereitet in Trekking-Sandalen. Und die Kleine natürlich mit dabei in einer Trage. Dieser Moment, als wir dann endlich ganz oben waren, da sind wir noch vor dem Sonnenaufgang hochgegangen, damit wir den Sonnenaufgang dort schauen können. Und das war wirklich einer, wenn nicht sogar der schönste Moment einfach in meinem Leben, weil ich war so stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, war stolz auf Luana, dass sie das mit mir gemacht hat, dass wir das einfach beide zusammen geschafft hatten. In dem Moment dachte ich mir echt so, alles ist möglich. Und genau dieses Gefühl will Sarah weitergeben an andere Eltern. Sie teilt ihre Reisen auf Social Media, will inspirieren und zeigen, Mama sein geht auch anders. Es ist normal, dass man sich komplett verändert, wenn man Mama wird. Also man gibt einfach komplett sein altes Ich irgendwie auf. Und besonders, wenn man sehr jung Mama wird wie ich, dann hat man einfach noch so viele Träume selber und möchte ja auch noch irgendwie seine Karriere weiter aufbauen. Und ja, sich weiterhin mit seinen Freunden treffen. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich war irgendwie nicht bereit, jetzt irgendwie mein komplettes Leben aufzugeben, nur weil ich jetzt ein Kind in die Welt gesetzt habe. Und ich glaube, das ist aber auch egal, wie in welchem Alter man jetzt Mama wird. Ich glaube, es ist so unfassbar wichtig, dass man Hobbys hat oder dass man irgendwie so ein Leben noch außerhalb des Kindes hat. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen harsch klingt. Ich glaube, es ist super wichtig für die mentale Gesundheit. Sie hatte zum Start ihrer Reise keine Vorbilder. Wie ist das, alleine mit Tochter zu reisen? Sie hat es sich selbst beigebracht und gemerkt, da gibt es ja noch mehr Solo-Mamas, die unterwegs sind. Und daraus ist eine Idee entstanden. Mein Traum ist es eigentlich, verschiedene Co-Living Spaces in verschiedenen Ländern, verschiedenen Orten zu haben, wo man als Single Mom hinreisen kann und weiß, man wird einfach von der Community dort aufgefangen. Man muss sich nicht die Gedanken machen, dass man irgendwie in irgendwelchen sketchy Apartments schläft oder dass man irgendwie komplett auf sich alleine gestellt ist. Fast 2 Jahre Reisen mit der kleinen Tochter. Das hat Sarah geschafft. Ihr Fazit? Auch wenn ich natürlich nicht alles perfekt mache als Mutter, aber ich habe wenigstens das Gefühl, dass ich irgendwie ein Leben mir aufgebaut habe, wo ich wirklich glücklich mit bin. Auch wenn das andere Leute halt nicht unbedingt nachvollziehen können, warum ich das mache. Aber ja, weil ich wirklich denke, dass wenn ich glücklich bin, dann ist meine Tochter auch glücklich.